Hi, das sind Jan. Willkommen zurück und heute muss der GT4 zum Service. Und in diesem Video möchte ich euch alles darum zeigen. Bedeutet, wie läuft es so ein Service bei Porsche ab? Vor allem, was kostet er? Wie oft muss man ihn machen? Das ganze Thema drumherum, auch Thema Approved, weil der hat er auch jetzt vor kurzem neu bekommen. Und ja, deswegen legen wir direkt los. GT4 ist ready und ich denke, er freut sich auch tierisch auf seine Kur, weil er hat ja wirklich in der Zeit auch einiges gesehen. Aber hat auch nie Probleme gemacht tatsächlich. Wir haben jetzt mittlerweile 19.649 Kilometer auf der Uhr. Abgeholt habe ich ihn mit 5.400 und bei ungefähr 5.000 hat er auch tatsächlich einen Austauschmotor bekommen, was aber, keine Sorge, das war eine Rückrufaktion. Da muss ich auch gleich nochmal nachfragen, was genau das Problem war. Ich meine irgendwas Kolbenpleuel oder irgendwie sowas, was nicht ganz fest war. Deswegen haben sie den vorsorglich mal ausgetauscht und in der Zeit sind wir jetzt ungefähr so 14.000 Kilometer gefahren und da sind wir auch schon beim ersten krassen Punkt bei Porsche, weil der Service ist nur alle 2 Jahre fällig. Tatsächlich, ne? Oder 20.000 Kilometer. Wenn man viel Rennstrecke fährt, empfiehlt man so mindestens alle 10.000 Kilometer Ölwechsel zu machen. Wir sind zwar schon Rennstrecke gefahren, ja, aber die meisten Kilometer kommen tatsächlich ja nicht durch Langstritte, Anfahrt, der Tour etc. Deswegen ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, verlieren wir keine Zeit. Hier haben wir den Kreideschuss, machen wir den rein und jetzt erstmal. Oh. Hoppala. Jetzt. Haha. Action. Und da sind wir auch schon am PZ meines Vertrauens in Karlsruhe. Guck mal, wie wunderschön das da vorne aussieht. Mega geil. Parken wir mal, zack, Motor aus, gehen rein und dann geben wir das Auto mal ab. Wunderschön, wie das Kreide hier strahlt. Gehen wir mal direkt rein ins PZ. Die Jungs und Mädels warten auch schon. Was haben wir denn da? GTS Cabrio, haben wir eine wunderschöne Box da, ist alles am Start, die Tür geht schon auf und dann gehen wir mal rein. So, jetzt haben wir hier das Dokument mit allen Auftragspositionen und das ist im Prinzip, was jetzt gemacht wird. Ich übergebe das einfach mal. Wir haben die Inspektion mit dem Ölwechsel. Die Wasserabläufe werden durchgespült von einem Wasserkasten. Zusatzarbeit alle 2 Jahre beinhaltet die Bremsflüssigkeit und die Erstellung des Langzeitberichts. Für die Bremsflüssigkeit müssen wir die Räder demontieren, die Flüssigkeiten wie Scheibenreiniger und Frostschutz überprüfen wir und füllen auf. Und ein Serviceersatzwagen ist gebucht. Perfekt, danke. Und los geht's. Na, geht auch schon direkt auf die Hebebühne für den ersten Checkup. Bin ich gleich mal gespannt. Auch ziemlich cool hier eigentlich in einem Glaskasten, muss man ja sagen. Ne? Geil. Lange mal wieder das Auto von unten anschauen. Okay, erster Checkup war super. Wir sind jetzt einfach nur mal grob ins Auto gegangen, haben geguckt, passen die Bremsen, passen die Reifen, sonst irgendwelche groben Auffälligkeiten etc. Das war eigentlich alles super. Ach, das Auto klingt einfach so geil. Mega. So selten, dass man sein Auto mal von außen fahren sieht, ohne Witz. Leute, ich kann es euch immer wieder sagen, lasst mal andere fahren. So, auf der Hebebühne. Da wird mal Strom drauf gepackt. Ich wusste gar nicht, dass man hier diese Abdeckung mit diesem Pinüpsel da festmachen kann. Auch noch eine Sache, die ich echt super interessant fand, das wusste ich bisher gar nicht. Bei dem Porsche ist es ja oft so, wenn du zum Beispiel einen Schlüssel reinsteckst oder auch so, bewegt sich ja immer so ein bisschen der Scheibenwischer. Und ich dachte mir, hey, was ist das? Ist vielleicht wegen der Wegfahrsperre. Da wurde mir einfach gesagt, dass die automatisch immer die Position wechselt, dass die Wischerblätter nicht immer nur in die eine Richtung stehen, sondern dann auch mal in die andere. Das hatte ich echt nur zur Langlebigkeit. Echt crazy, das wusste ich wirklich nicht. Es wird ein Rekordzeit tatsächlich aufgebockt. Es geht hier echt viel schneller, als ich dachte. Echt crazy. Und auch nochmal ein riesen Dankeschön an Leonard. Das Verrückte ist, wir zwei waren tatsächlich auch eine Zeit lang mal zusammen in der Klasse. Oh, wie klein die Welt ist. Jetzt ist der Innenraumfilter dran. Einfach hier die Klappe öffnen. Und dann geht er auch schon raus. Dann mit dem neuen. Aber schon ganz schön was gesehen, ne? Das sieht besser aus. Okay, ich muss mich revidieren. Das war der Vorluftfilter. Und das ist der eigentliche Innenraumfilter. Den haben wir dann hier unten. Als nächstes ist der Unterboden dran. Nur kurz schnell die Schrauben wegmachen. Unterboden ist ab. Jetzt haben wir auch einen richtig schönen Blick auf den 4 Liter Boxer 6-Zylinder Sauger. Hier mit den nicht kurzen Fächerkrümmer, kann man schon sagen. Hier haben wir dann den ersten Cut und da hinten haben wir dann die dicken OPS. Ja, bitte nochmal alles gecheckt. Schon krass, den Motor mal von unten zu sehen. Schon meinst du durch den Boxer, wie breit der dadurch halt auch ist, der Motor. Ne? Crazy. Jawohl, da läuft da schon das Öl raus. Volumen sind ungefähr 7 Liter, ne? Okay. Ich finde es immer so faszinierend, dieser quasi stehende Strahl. Jawohl. Und leer. Checken wir das Ganze mal. Es glitzert nichts, es beruhigt mich. Sehr gut. Geil. Ja, ja, der hat gemeint, das wäre so im Hobby raus, ne? Ja. Das ist jetzt der Ölfilter, ne? Ja. So, nächstes Ölfilter. Alt. Neu. Boah. Der hat schon ganz schön was mitgemacht. Na, guck mal, wie es da auch rausdampft, ey. Da haben wir den neuen. Und wieder rein. So. Und rein geht das neue Öl. Ungefähr 7 Liter? 7,5? Vorm Warmlaufen, ja. Vorm Warmlaufen, okay. Geil. Läuft alles.
verteilt sich. Mega. Für die Leute, die schon immer mal so einen Motor wirklich so nah wie möglich hören wollen, so klingt der direkt am Krümmer. Krass. Aber erstaunlich leise, muss man sagen. So, als nächstes checken wir nochmal die Bremse ein bisschen genauer. Heißt, jetzt messen wir nochmal, wie viel Fleisch auf der Scheibe tatsächlich drauf ist. Da bin ich echt mal gespannt. So, wir haben jetzt auf 55,6 von 57 und 37 Minimum. Krass, oder? Wie viele Trackdays wir mit dem Auto gefahren sind, wie viel diese Bremse auf den Sack bekommen hat. Das ist einfach unheimlich. Ich muss das mal aufrechnen, wie viel Prozent ist es, hat er gesagt. Krass. Also so dermaßen geil. 53,59. Hinten, oder? 53,59. Okay. Man muss ja auch immer wieder sagen, wie bildschön diese Bremsscheibe einfach ist, oder? Oder generell die ganze Bremsanlage. Die ganze Hand ist gerade mal so groß wie der Topf. So geil. Da haben wir die Sülze. Die alte Bremsflüssigkeit. Die wird tatsächlich automatisch abgelassen und wieder frisch befüllt. Auch mal geil zu sehen. Jetzt nur noch Räder drauf, alles zusammenbauen und dann sind wir ready. Alright, der GT4 ist wieder in Einsatzbereit, hat alles bestens geklappt. Ein riesen Dankeschön an das Porsche-Zentrum in Karlsruhe. Und ich möchte nochmal hinzufügen, dass die bald ein dickes Upgrade bekommen, denn die bauen tatsächlich gerade neu. So mit der neuesten Porsche-Experience, das wurde mir auch gerade nochmal gesagt. So, ah ja, es ist nicht ganz so schön hier, ne? Ich soll jetzt nicht allzu viel zeigen. Deswegen, also wie gesagt, da könnt ihr euch wirklich sehr drauf freuen. Die Jungs und Mädels sind ja wirklich so unglaublich lieb und ich freue mich wirklich sehr für sie, dass sie dann ihr neues Zentrum bekommen, mehr Platz auch haben und so weiter. Und ich würde sagen, lass uns doch mal kurz vorbeifahren. Yo Leute, da ist es. Alter, sieht das krass aus. Ist das ein Teil, ey. Okay, das wird ein richtig heftiges Upgrade mal. Wahnsinn. Allein der hintere Bereich ist eigentlich schon so groß wie das ganze jetzige PZ. Aber jetzt kommt natürlich die wichtigste Frage, die ich wahrscheinlich schon von Anfang an stellt. Was hat der Service gekostet? So, da habe ich alle drei Rechnungen mit den einzelnen Preisen. Das heißt, du kriegst immer ein gutes Gefühl, was jede einzelne Position so kostet. Beginnen wir einfach mal direkt oben mit der Inspektion. Die beläuft sich auf 468,60 Euro. Dann haben wir nochmal diese zwei Zusatzarbeiten, wie er schon gemeint hat. Einmal von 114, dann 134 Euro. Räder D und Montage 70 Euro. Dann hier die Flüssigkeiten, die geprüft und aufgefüllt werden. Boah, mussten nicht, perfekt. Ja, dann noch so ein paar Einzelteile wie man sieht, Verschlüsse, Ölfilter, Dichtringe, Luftfilter, Öl waren 211 Euro, dann noch ein bisschen Scheibenflüssigkeit 3 Euro und die Bremsflüssigkeit mit 23,86 Euro. Was summa summarum 1164 Euro netto sind und mit Steuer dann 1385,16 Euro. Was ich halt verrückt finde, ist halt wirklich, ne? Wir haben hier 376,40 Euro Materialkosten und 787 Euro Arbeitskosten. Das heißt, die sind halt einfach doppelt so hoch als das Material. Das ist eigentlich schon verrückt, oder? Und noch als kleines Add-on habe ich die Approved natürlich auch gleich verlängert. Und die kostet für zwei Jahre 1470 Euro. Und das muss ich sagen. Wie finde ich den Preis? Also, ich muss sagen, ich hätte mit den Teilenkosten tatsächlich deutlich höher gerechnet, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Arbeitszeit so krass bepreist wird, wenn ich ehrlich bin. Natürlich sind 1385 schon echt Kohle für einen Service, ne? Aber wie gesagt, ich vergleiche es dann halt so, wenn der wirklich nur alle zwei Jahre 20.000 Kilometer fällig ist, kann man das dann quasi halbieren, wie bei den meisten auch, dass die jedes Jahr zum Service müssen. Und dann halte ich es für okay, also so meine ehrliche Meinung. Und noch als kleines Add-on habe ich auch direkt die Approved-Garantie verlängert und die beläuft sich bei zwei Jahren auf 1470 Euro. Und da muss ich sagen, den Preis finde ich halt richtig Bombe. Weil findet man Hersteller, der wirklich für zwei Jahre so eine gute Garantie bietet für den Preis. Das ist bei Porsche wirklich absolut unschlagbar. Schreibt aber wirklich mal in die Kommentare, was eure Autos so kosten, weil es sind ja bestimmt auch andere Sportwagenfahrer dabei und wie ihr das so findet. Schreibt aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Preise so findet und falls da der ein oder andere Sportwagenfahrer auch noch dabei ist, könnt ihr auch gerne mal so Vergleichspreise reinschreiben, was ihr so bezahlt. Und ja, mit voller Power, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked, subscribed und vielen, vielen, vielen lieben Dank wie immer fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.